Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind City hier in Minecraft 1.15.1. So, ich geh mal gerade schlafen. Ja, das was da unten steht, das ignorieren wir jetzt mal schnell. Ich war nämlich gerade ein bisschen mein und ich habe ganze 1, 2, 3, fast 4 Stacks Eisen gefarmt. Okay, Bambusfarm ist auch aktiv. Ich habe gerade schon ein paar Sachen hier mal wieder einsortiert in die große Truhe. Gehen wir gerade mal gucken, ob das richtig einsortiert wurde unten in unser Lager. Darf ja eigentlich nur hier. So, da haben wir ja im Moment noch ein paar. Und das sieht okay, gut. Und ab hier muss leer sein. Genau, so ist es auch. Also es funktioniert. So, jetzt habe ich eben noch einen Gedanken, der ist relativ wichtig. Dafür brauchen wir auch wieder ein paar Hopper. Und Eisen vermutlich. Ja, okay. Weil die ganze Anlage sitzt nicht umsonst da, wo sie sitzt. Ich habe hier ein... Ah, ich kann hier direkt... Okay. Weil ich habe natürlich noch einen Gedanken, dass wir uns alles Mögliche in Silo ein... Spiel gerade keine LS19. Alles Mögliche ins Lager einlagern lassen. Deshalb brauche ich mal kurz ein bisschen Holz. Und dann gibt es einen kleinen Anbau heute am Haus. Nämlich sowas wie so eine Schmiedekammer, könnte man fast sagen. So, das müsste jetzt erstmal reichen. Und ich mir gerade noch schnell ein Crafting Table. Ich bin heute auch nicht so... Ups. Eine würde reichen. Und eigentlich noch ein paar Öfen. Nee, das machen wir nachher. Eigentlich ein bisschen mit wenig Zeit gesegnet, muss ich ganz ehrlich sagen. So machen wir das mal. Und hier nehme ich das so. So. nee, warte. So, wir machen das hier ran. So ungefähr. Muss ja nicht sehr groß sein. Das muss tatsächlich nur zweckmäßig dienen. So. Hier noch. Schwarzen Beton habe ich natürlich vorhin erst wieder gemacht, weil ich hatte gar keinen mehr. Und viel mehr, wie ich jetzt gerade im Inventar habe, habe ich auch nicht. Das heißt, das sollte nach Möglichkeit ausreichend sein. So, aber ich glaube, das ist trotzdem ein bisschen ungeschickt hier. Ich glaube, ich gehe doch eher noch ein bisschen hier rüber. So, dum, dum, dum. So, weißen Concrete habe ich noch ein bisschen was. Ich glaube, ich mache hier auch nochmal ein Fenster rein dann. Ja, so bodentief wäre doch ganz schön, oder? Weil das hier können wir dann wegmachen. Dann haben wir hier einen direkten Zugang. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich hier Platz habe. Nur was ich jetzt noch machen sollte, ist, wenn ich kein Eisen habe, ich sollte vielleicht ein bisschen Eisen schmelzen. 1, 2, 3. Ich will nicht alles schmelzen, weil ich möchte es natürlich direkt einsortieren lassen.
Wobei das eigentlich auch unnötig ist, weil ich werde das ja nochmal neu einsortieren, dann nach Ordnung. So. So, das sieht schon mal gut aus. Das war ungeschickt. So. Alt, warte, hier muss ich ja nochmal. Ich hoffe mal, dass es von der Technik her alles passt, so wie ich das gerne hätte. Weil ich möchte natürlich... Warte mal, ich glaube, ich brauche erst noch Quarz. Quarz-Schlepps. Mach das Eisen mal weg. Ich möchte heute mal produktiv sein und euch dann am Ende auch was Schönes zeigen können. So. Ja. Die Decke da unten, die ist ja immer noch Baustelle, immer noch offen. So, ich mache das mit Slabs, dann habe ich nämlich mehr von den Slabs. Zack und zack. Gut, habe ich noch grünes Glas? Grün haben wir. Haben wir auch noch ein bisschen Glas? Ah, 4 hellgrünes Glas. Das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Zack. 1, 2, 3. Hier legen wir mal noch eins rein und ein bisschen Eisen nach. Schwarzer Trockenbeton. Warum ist der nicht? Warum habe ich den nicht komplett gemacht? So. Gut. So, mein Gedanke ist jetzt. Ich muss hier nochmal aufmachen. Dass ich das hier nämlich alles direkt in die Kiste rüberballern lasse. Also brauchen wir ein paar Hopper. Bam bam. Andersrum wäre, glaube ich, richtig. 4 Hopper. Ja, wird erstmal funktionieren. So, wir machen nämlich hier. Ich muss noch eins runter. Okay, hier ist ein Hopper. Das ist ganz geschickt. Können wir nämlich den hier anwählen, so. Und dann fangen wir hier an. Da kommt dann der hier drüben drauf. Oh ne, jetzt hat er gerade angefangen hier noch auszusieben. So. Aber wir könnten das eigentlich mit dem Essen schon machen. Ne, Essen machen wir dann später. Ups, ne. Hier machen wir mal zu. Und jetzt habe ich gleich das Problem, dass es hier dunkel wird und dann hoffentlich keine Zombies kommen, wenn die Türe hier offen ist. Stein und Gravel brauchen wir jetzt gerade nicht. Alles wieder in die Ordnung bringen. So, ist das auch schön verbaut. Ich guck mal gerade, ob schon Glas fertig ist. Wir hätten Glas, aber wir haben keinen Platz im Inventar. 18 weißes Glas. Aber für das habe ich, glaube ich, Vollglas genommen. Weißer Farbstoff. Kein Platz. Ich mach mal einen Goldapfel einfach mal weg. So. Ich
muss jetzt erstmal die untersten zwei Ebenen eigentlich safen, dann bin ich safe. Dafür reicht das Glas nicht. Habe ich kein Glas mehr, das gibt's doch nicht. Ich habe nur Glasscheiben. Noch von den Lampen? Hab ich auch keine mehr. Das kann eigentlich alles gar nicht sein. Ja, den Crafting Table habe ich eigentlich umsonst mitgenommen. So, Eisen ist raus. Gut, dann kann ich den hier nämlich abbauen und ich habe, glaube ich, schon wieder keinen Platz im Inventar. Doch. So, ein Glas brauche ich noch. So und so gibt weißes Glas. Gut, dann bin ich hier schon mal sicher. Dann können die Zombies draußen spawnen. Das ist mir jetzt egal. So, dann kommt hier nämlich der Schmelzofen drauf. Oben drauf eine Kiste. Und hier ein Trichter. Und theoretisch würde ich gerne haben wollen, dass von unten, von dem Lager, hier sogar Brennstoff hochkommt. Das haben wir aber nicht. Deshalb machen wir das erstmal so. Sieht ein bisschen weird aus, ist aber so. So. Der lagert hier jetzt den Brennstoff ein. Und wenn ich jetzt oben das Eisen reinlege, dann läuft das schon. Nehme ich gerade mal alles Eisen, was ich habe. Ich meine, wir haben so viel Kelp, eigentlich ist es völlig egal, ob da jetzt mal ein getrockneter Block so durchbrennt oder nicht. Das ist eigentlich jetzt unwichtig. Dann ist es egal, weil wir haben unten stackweise Kelp. Können wir gerade mal gucken. Außerdem müsste er ja jetzt den Sand eingelagert haben. Quatsch. Das Eisen schon einlagern. Hier haben wir auch wieder genügend Kelp zum Verbrennen. Ja, Mann, Alter, wie viel Kelp wir hier haben. Nehme ich gerade mal alles mit. Hier haben wir nochmal 9 Stacks. Also 9 mal 64 Blöcke haben wir hier. Oder? Ne, ein Stack. Naja, keine Ahnung. Ich bin da. Ich vercheck das immer. Warte mal, hier könnten wir mal wieder zumachen. Das ist nämlich ein bisschen ungeschickt, wenn da immer offen ist. Auge mal weg. So. Dann gucken wir hier hinten noch rein. Kaktusfarm. Ist aus, machen wir mal an. Da ist jetzt nicht ganz so viel Kaktus da. In den letzten Tagen war auch ein bisschen wenig los auf dem Server. Von dem her ist da auch nicht so viel produziert worden. Aber wir hören jetzt auch schon wieder das Ticken. Jetzt kam wieder was an. Das Ticken von der Sortiermaschine oben. Das müsste eigentlich hier irgendwo... Ah genau, hier war die Quarzstufe aus Versehen drin. Und hier haben wir das Eisen drin. Perfekt. So, jetzt habe ich noch einen Tipp bekommen. Könnte ich die grüne Farbe vom Kaktus nehmen? Ich könnte doch die grüne Farbe vom Kaktus nehmen. Egal, ich mache es jetzt erstmal damit. Ich habe einen Tipp bekommen von dem lieben Blackbeast86. Der ein oder andere kennt den auch. Ups, jetzt habe ich einen Overflow generiert. So. 3. Der hat mir gesagt, ich könnte hier doch einfach immer nur 11 Items reinmachen. Da fehlt ein Hopper, deshalb funktioniert hier nichts. So und so. Ich könnte hier immer 11 Items von dem Auswahl-Item reinmachen. Und dann würde nämlich immer nur eines... Nice. Jetzt hat er die...
Okay, hier hat er es jetzt theoretisch richtig gemacht, aber hier natürlich nicht. Nein, er zieht zu viel raus, weil ich zu viel drin habe. So. So, jetzt stimmt's. Das Eisen ziehe ich mir nochmal. Hier das auch nochmal. So, wenn hier 44, also beim 45. Item zieht er ja immer raus. Wenn wir hier reingucken, haben wir auch 45 Items drin. Wenn ich jetzt aber in jeden Slot schon 11 reinmache, haben wir hier schon 44. 45 ist der Eisenbarren und das Item, was jetzt noch neu reinkommt, wird direkt weitergeschoben. Dadurch verhindern wir, dass hier 44 von einem drin sein müssen. Das ist ganz schön clever. Darum vielen Dank, Blackbeast, für diesen Tipp. Das werde ich jetzt nach und nach hier noch auffüllen und dann zukünftig immer so machen. Ist nämlich einfach effizienter. So, aber das war's auch heute schon wieder. Wir haben ein bisschen Eisen, beziehungsweise wir haben oben unsere neue kleine Fabrikhalle eingeweiht. Und die wird uns noch demnächst einiges vereinfachen. Ist da gerade ein Creeper irgendwo runtergefallen? Nein. Ach, das wäre jetzt so gemein. Tatsächlich oben ein Creeper drauf gestanden. Okay, ich muss das Dach fertig machen. Aber das mache ich neben der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut die Tage wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.